Hallo alle zusammen. Nach unseren erfolgreichen Schülersprecherwahlen freut es mich nun, euch unsere diesjährigen Schülersprecher vorzustellen. Die SMV ist die Schülervertretung, zum einen, aber zum anderen auch meiner Meinung nach das Herz an der Schule, weil wir den Alltag der Schüler mit aktiv gestalten können und auch die Schüler vertreten gegenüber der Schulleitung, den Lehrern auch und natürlich auch den Eltern. Wir planen viele Veranstaltungen, wir halten Klassensprechersitzungen, wir halten Sitzungen mit der Schulleitung, dass quasi auch Informationen von den Schülern an die Schulleitung kommt und auch andersrum. Wir müssen mit den Entscheidungen leben, die die Schulleitung und die Lehrer treffen, und deswegen ist es uns wichtig, für unsere Interessen einzustehen und da auch das Mitspracherecht zu erhalten und dass wir auch nicht nur wahrgenommen werden, sondern auch, dass es Leute gibt, die uns zuhören und die uns dann auch ernst nehmen. Wir sind jetzt hier an der Schule 3 Schülersprecher und es ist viel Arbeit, die wir halt auf 3 aufteilen, aber wir leiten quasi auch ein bisschen Arbeit von uns ab und geben ein paar Leuten aus unserer SMV-Gruppe einen Teil der Arbeit, und dann merkt man halt auch quasi, dass es nicht nur die Arbeit der Schülersprecher allein ist, sondern dass quasi die komplette SMV mitwirken kann, und so ist es halt eine richtige Teamarbeit. Und das sind ja auch Sachen, die uns für die Zukunft vorbereiten, auch später im Berufsleben ist es immer wieder wichtig, gemeinsam im Team Sachen zu erarbeiten, und da werden schon die grundlegenden Kompetenzen in der SMV gestärkt und gefördert. Und die SMV ist natürlich für die ganzen Schüler der Schule, aber auch die Schüler vertreten, die Klassensprecher und die Schülersprecher, die bekommen auch ganz viele, sag ich mal, wie man heutzutage sagt, die Soft Skills, die man im späteren Leben braucht.